Ja, moin zusammen. Wir sind unterwegs. Wir sind in Elchesheim-Illingen. Ich muss das ablesen, weil ich merke es mir nicht. Ne? Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich schon mit schwer Ist tut. richtig. Und wir sind beim Gerd Seiter. Der Gerd Seiter, der macht Keramikversiegelungen für Wohnmobilen, Wohnwagen, Pkw und so weiter. Und wir haben uns auf der Messe in Düsseldorf kennengelernt, in Düsseldorf, genau, und haben gesagt, lass uns mal gucken. Ich krieg neue Felgen aufs Wohnmobil und vielleicht kann der Gerd da was machen. Mehr Versuche es. Genau. Und ja, um was es geht, das zeigen wir euch jetzt gleich. Ne? Wir fangen dann mal an, ja, oder? Machen wir. So, hast du jetzt dein dreckiges Auto mal gefilmt? Ja, Ja, ist doch versiegelt. aber putzen muss man trotzdem noch. Okay. Also alleine geht der Dreck nicht weg. Aber leichter, oder? Er geht leichter weg, aber machen muss man es. Und wir sind halt mindestens alle 2, 3 Monate mal feucht oder was, dass der Gröbsche Dreck weg ist. Naja, ist so. Ja gut, ich gebe dir das jetzt als Aufgabe und komme mal kontrollieren, ob du das machen musst. So machen wir es. Okay? Jetzt habt ihr gesehen, wie mein Wohnmobil aussieht und hier habt ihr mal, ne, so macht man es richtig. Ganz frisch versiegelt. Der ist komplett frisch versiegelt und direkt vom Werk her gekommen. Genau. Ne? Und ja, so sollte man es machen. Also holt euer Wohnmobil ab, kommt zum Gerd und lasst es machen. Ja, als erstes machen wir dann mal die Felgen sauber. Ne? Ihr habt gesehen, die haben sie aber verdammt nötig, obwohl die Felgen noch nicht alt sind. Ne? Und was hast du da für einen Reiniger? Was ist das? Tisch und der 94 Reiniger. Ach, okay, ja, den fürs kenne ich. meiste benutze. Den kennen wir auch. Wirklich ein ganz, ganz Top-Reiniger. Könnt ihr auch mal reingucken. Haben wir auch schon einige Videos drüber Ja. gemacht. Und ja, jetzt kann man auch schon sehen, wie Der das braucht ein Reiniger. bisschen, dass er einwirken kann und dann kann man loslegen. Das sieht man mal, wie dreckig das Defekt sind. Erstens, guck mal hier, alleine durch den Reiniger glänzen die schon ganz toll. Und damit das so bleibt, sehen wir es jetzt für Sie, klar. Ist auch ganz, ganz dünn aufgetragen. Das wird alles ganz dünn aufgetragen. Ja, und der Vorteil ist natürlich, wenn die Felgen vorher schön sauber sind, genau. Sonst würde der den Schmutz ja mit versiegeln. Ne? Und das will Genau. ja keiner. So, dann auch wieder aushärten bis morgen früh. Ja. Und ja, dann machen wir jetzt einmal rundherum. So kriegst du jetzt alle Felgen so gemacht, ja. Der Gerd, der macht jetzt hier noch die Front von unserem Wohnmobil und dann sind wir auch soweit schon fertig. Ne? Und da der Gerd so freundlich war, hat gesagt, hier, so dreckig kommst du mir hier nicht raus, hat er direkt nochmal das ganze Wohnmobil so ein bisschen mit destilliertem Wasser geputzt. Zeige ich euch jetzt gleich mal. Und ja, wenn ihr euch für eine Versiegelung entscheiden solltet, eine Versiegelung nochmal. Kann keine Wunder vollbringen, aber ihr habt es verdammt einfach nachher beim Reinigen. Und das, was ihr jetzt seht, ist wirklich nur mit destilliertem Wasser gereinigt.
Ja, und da man ja alles versegeln kann, haben wir jetzt hier mal, ne, unsere neueste Errungenschaft. Ne? Wir haben ein paar Stühle gekauft und ja, wir sind so ein bisschen Versiegelungsfans. Weiß der selber, wo man von außen versiegelt, von innen versiegelt. Und jetzt zeigt der Gerhard euch, dass man auch die Stühle versiegeln kann. Ja, wir können also die Stühle machen, wir können innen drin im Auto die Polster machen, Küche kann man machen, die Dusche kann man machen, Toilette kann man machen zum Beispiel. Das Waschbecken, der Herzog gesagt, kann man alles machen. Jetzt machen wir mal die Stühle für ihn. Das sind nämlich so. Also erstmal mit Wasser drüber. Wir sind jetzt das Feucht ableiben, dass alles weg ist. Die sind neu, also die sind noch gar nicht schmutzig. Und wenn sie dann abgetrocknet sind, dann tragen wir unsere Siegel. Kann ich euch im Übrigen auch nur empfehlen, ne? Weil ich bin halt so eine kleine Kaffeetante und ich kriege das ganz gut hin. Haben wir so eine Tasse Kaffee da über die Stühle zu kippen. Na, wenn nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Im Wohnmobil hatten wir das auch schon, aber dank der Versiegelung ist das dann alles gar kein Problem mehr. Also wir tragen jetzt hier die Versiegelung auf. Und wenn die schön gleichmäßig einmassieren, dass die Oberfläche geschützt ist, der Schmutz kann nicht mehr eindringen. Oder wenn noch ein Glas Bier oder Rotwein drüber leer, es fällt halt alles ab dann. Ja, und das ist genauso wie beim Pkw, beim Wohnmobil oder beim Wohnwagen im Prinzip. Man muss auch aushärten. Wie lange? Eine Nacht aushärten lassen. Dann ist die Oberfläche trocken, durchgehend und es passiert nichts mehr. Ja, also das heißt für euch, entweder ihr kommt hier aus der Nähe, dann bringt ihr euren Wohnwagen her zum Gerd, kommt ihn später holen. Genau. Oder? Oder mit Übernachtung her. Genau. Ihr könnt alle hier übernachten, im Wohnwagen, Wohnmobil, in der Halle. In der Regel eine Nacht. Je nachdem, wenn es halt größere Arbeiter sind oder mehr, dann dauert es ja dann nur zwei Nächte. Aber ihr könnt ja hier schlafen, gar kein Problem. Das ist Service, ja? So, Gerd, jetzt haben wir Feierabend. Ja? Jawohl. Ich sage, du hast Feierabend, weil ich habe ja nicht wirklich viel gemacht. Oh, viel hast du nicht gemacht, nur ein bisschen. Ja, danke schön. Im Hintergrund laufen die Tücher, ne? Die müssen auch mal gereinigt werden. Mir bleibt übrig, oder ich bedanke mich erstmal, dass ich bei dir sein durfte. Alles dass gut. Ich dir mal so ein bisschen über die Schultern gucken durfte. Und ich denke, ja, im nächsten Jahr bin ich fällig. Ne? Ja, gut, wenn deine Zeit rum ist. Von der Versiegelung her, da macht man es wieder frisch. Ja, und im nächsten Jahr natürlich von vorne wieder los. Komme ich zum Gerd. Und ich kann euch auch empfehlen, kommt zum Gerd, weil der Gerd ist wirklich ein Fundstyp. Ganz easy. Okay. Und ich denke, den kann auch nichts aus der Ruhe bringen. Wenn ihr gut aufgehoben sein wollt, wie gesagt, kommt zum Gerd. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Klickt, falls noch nicht geschehen ist, auf das Abo und wir sind unterwegs. Macht gut, euer Marco. Ciao. Tschüss. Ja, lächeln. Beim Arbeiten kann man nicht lachen. Ja. Aber zumindest hast du Farbe im Gesicht. Bitte? Zumindest hast du Farbe im Gesicht. Ja, gell? Er will mich immer beim Schaffen verwischen. Ja? Huh?